Arsch. Nein. Nein. Mario. Mario, beruhig dich. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Donkey Kong. Diesmal Part 7. Wir verlassen das Flugzeug. Man hat es beim letzten Mal schon gesehen. Jetzt wird's wunderschön mit Eis, Wasserlevel ertrinken können. Und jo, mal schauen, dass wir das schnell hinter uns bringen. Von der ganzen Spielmechanik aber richtig cool gemacht. Hier. Ich und warten. Super. Da 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 da. So, wie war das noch? Okay, geht sie aus. Ach, das war so klar. Und durch. Diese Feuerbälle sind ziemlich cool. Auch wenn das Eis so ein bisschen, ja, sich schlagartig fürs Schmelzen entscheidet, und die darum liegen dann einfach nicht, außer sie werden auch wieder direkt berührt. Ist ein bisschen komisch, aber ich meine, da ist ein riesiger Affe, der eine Prinzessin entführt. Ist auch ein bisschen komisch. Ah, der Schalter war unten. Dann, da, da, dann, dann, da, dann, dann. Dieser Kraken, der, wegen dem wir schon ein paar Mal ertrunken. Das heißt ein paar Mal. Wenn ich mich so gut dran erinnern kann, bin ich da einige Male dran ertrunken. Nein! Nein! Papier, Arsch! Nein! Nein! Mario! Mario, beruhig dich! Mario! Na! Es ist außer Kontrolle! Stirb! Nicht schon, Mario! Merkt man, dass ich ungeduldig bin? Ach so, einmal alles loslassen und dann nochmal failen, das ist gut. Was ist hier los? So, jetzt aber ordentlich spielen. Halt! Boah! Danke, Spiel, dass du so gnädig bist und mir den Schlüssel wieder gibst. So. Nein! Das. Das kann doch nicht sein. So, jetzt aber, ich habe noch 30 Sekunden. Machen wir es mal mit Warten. Oh fuck. Jetzt muss ich aber wirklich. Komm, komm, komm. Los. Nein. Nein, was? Scheiße. Aber cool. Die Musik ist super. Macht überhaupt keinen Stress oder so. Ah, Schlüssel.
Komm raus da. So, jetzt alles ein bisschen ruhiger angehen, dann klappt das auch. Du bist zu schwer. So, was ist nichts für mich. Da! Komm. Alter. Du blödes Albers. Na. Nein. Wieso fällt denn das Ding auch da durch? So, jetzt aber. Jetzt geht mir die Zeit schon wieder aus, oh Mann. Danke. Das hat niemand gesehen. Das hat uns nur 10 Minuten gekostet, aber das hat keiner gesehen. Jetzt drücke ich irgendwas und dann kommt eine 2. So, da war das Tor, ist unsichtbar, bisschen gemein, aber tschu. Wenn man aufpasst, wo das Geschrei herkommt, dann weiß man es eh. Muss man halt darum denken, ein bisschen aufzupassen. So, Donkey Kong wieder bekämpfen. Haben wir alles schon ein paar Mal gemacht. Danke. Oh fuck. Das war nicht so schwer. Ich kann mich aber daran erinnern, dass ich in der Welt schon ein paar Mal verkackt habe. Also das... Ja, das war sonst nicht so leicht. Jo, ich habe für das eine Level einfach mal 16 Sekunden bekommen. Wir sind jetzt schon bei so viel Zeit. Ich weiß nicht, ob ich schneide oder nicht, da kann ich nicht sagen, wir sind bei 9 Minuten. Kann sein, dass ich das auch 5 Minuten runtergeschnitten habe in dem einen Fail-Level. So, das hier war ziemlich cool mit den... Mit den Dill-Dill-Eiszapfen. Und geschafft. Ohne Wasser ist kein Problem.
Ja, mehr. Du kommst nach links. So, hier bleib ich am Schalter, damit ich einen runterlassen kann. Oder alle. Bam, 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 bam. Ach Mist, ich musste hinten zumachen. Der eine hier kam, wird der andere dort kommen. Ja, nice. Boah. Schlüssel habe ich jetzt weggeschmissen, damit ich noch nicht automatisch ins Tor reinkomme, sondern ja, damit ich das letzte Ding noch einsammeln kann. So, Tür schwebt wieder in der Luft. Was hatte ich jetzt denn vor? Okay, das machen wir anders. Ich schnapp mir den Schlüssel. Du bist tot. Ich glaube, der kann mich zerquetschen. So, ich bin nach links gegangen, damit das so weit rüber scrollt. Oh. Jo. Den müssen wir da auch wohl noch beseitigen. Schlüssel. Ach, den brauche ich eigentlich gar nicht. Wah! Aus Panik musste er dann doch sterben. Entschuldigung für alle. Nice. So, dann hätten wir das. Hier hoffe ich, dass ich das ausgehe mit dem Vieh. Geht. Scheiße. Es ging sich nicht aus. Und geschafft. Auch gar nicht schwer, es war nur jetzt umständlich. So, oh, Speedboat. Man kann es ja mit Ducken versuchen. Go, 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 go. Thank you.
Da, fuck! Geht doch. Es ist mir tot angegangen. Blub, 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 blub. Eine nichtssagende Cutscene. Aber irgendwas war wohl sticky an dem Eisblock. 98 Leben. Alter! Hör auf, hier rumzufällen, Kivex. Was? Jetzt muss ich schon mit mir selbst Gespräche führen, weil du nicht mit mir redest. Hm. Hopp. Das letzte. Einfach dagegen laufen. Passt. Nein, nicht. Die sind gefährlich. Mario, Mario. Selber schuld. Es ist unverwundbar. Nein, es hat mich nur verarscht. Und wieder geschafft. Dieses Spiel, was ich jetzt spiele, das hat übrigens auch 2 oder 3 Neuauflagen für den DS bekommen. Die neuen Parts finde ich aber nicht so gut. Ich muss sagen, ich habe die auch nicht gespielt, aber das, was ich gesehen habe, doch Quatsch, auf Advance gab es auch mal. Auch mit Advance habe ich das gespielt und das habe ich abgebrochen, weil es mir nicht Spaß gemacht hat. Es war eigentlich wie dieses Spiel, aber da waren Parts drin, wo ich echt den Spaß verloren habe. So, hier bin ich wieder still, hier muss ich mich wieder konzentrieren, weil ich schlecht bin. Scheiße. Was ist mit du? Jo. Was? Hallo? Mario! Jetzt aber. Geht doch. Warum habe ich das getan? Ich brauche eh nur noch ein Leben, bis ich auf Maximum bin. You got Huttasche und Regenschirm. Ich war bisschen überfordert mit der Geschwindigkeit von dem Feuertypen. Alter, was hatte der denn drauf? So, wo darunter bringt mir eh noch nichts. Thank you.
Da wollte ich hoch, aber bitte mit Schlüssel. Okay, das Ding war... dort. Passt. Jetzt nehme ich den. Auf die Höhe komme ich rauf. Uah, Feuer. Und geschafft. So, und damit hätten wir dann gleich den Eisberg hinter uns. Und das ist gut, weil den kann ich nicht leiden. Well. Erledigt. Ich hab Leben verbraucht. Und da hinten sieht man ihn wieder. Den Turm. Da will Donkey Kong hin, aber... die Beine von Peach, was war da denn los? Da will er hin. Aber wir verfolgen ihn weiter. Und meine Leben steigen nicht mehr. Wie spendabel ist dieses Spiel denn? Gut, Eisberg, wie gesagt, ist geschafft und wir sehen uns im nächsten Part, Part 8 dann, und danke, dass du eingeschaltet hast. Ciao!